So oft wurde es gewünscht. Ich habe immer gesagt, ich werde es nicht tun. Jetzt tue ich es doch. Ich fliege mal ein paar Runden Flugzeug. Und das mache ich extra, weil ihr ja immer wieder mal gesagt habt, ey, flieg doch mal ein paar Runden Flugzeug. Jetzt könnt ihr gleich sehen, ich kann nichts. Ich kann wirklich gar nichts. Und das bedeutet, ich bin richtig schlecht. Und vielleicht versteht jetzt der eine oder andere nach dem Video, warum ich keine Flugzeug-Let's Plays mache. Hört sich blöd an, ist aber so. Ich sage immer, man soll keine Videos über Sachen machen, von denen man keine Ahnung hat oder die man nicht beherrscht. Über solche Videos lächle ich persönlich nämlich auch immer ziemlich ja, gelangweilt, wenn ich sowas sehe. Ich kenne das noch aus meiner World of Warcraft-Zeit, wenn dann da irgendwelche Möchtegern-Pros Videos von Raids online gestellt haben, in denen sie nichts hinbekommen haben. Naja, wenn ich mich blamieren möchte, dann stelle ich mich hier nackig auf den Marktplatz. Dafür muss ich nicht irgendein Video hochladen. Das hier ist jetzt eine Ausnahme. Ich werde mich sicherlich blamieren, weil ich wahrscheinlich einen Fehler nach dem anderen gemacht habe. Aber wie gesagt, da ihr, meine lieben Zuschauer, euch ja immer wieder gewünscht habt, dass ich mal ein paar Runden fliege, nun habt ihr das Problem und müsst euch das Video angucken. Naja, ihr könnt spätestens jetzt aussteigen, wenn ihr schon keine Lust mehr habt. Kann ich auch verstehen. Ich habe hier das gemacht, was ich früher mal gelernt habe. Ich habe versucht, an Höhe zu gewinnen. Wollte dann mit dem Energieüberschuss quasi auf eine Feindmaschine stürzen. Allerdings, ja, habe ich hier eigentlich auch schon wieder kleinere Fehler gemacht, indem ich, naja, statt runterzustürzen und wieder hochzuziehen, in eine Kurve reingegangen bin. Da ging dann enorm viel Energie verloren und ich bin nicht mehr wieder so hochgekommen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Das war schon der erste grobe Fehler. Aber ich denke an sowas nicht, wenn ich hier in so einem Pixelflugzeug sitze. Ich selbst fliege in echt auch, allerdings keine Flugzeuge. Und vielleicht fällt es mir auch gerade deswegen so schwer, hier mit diesen Pixelfliegern durch die Gegend zu fliegen, weil mir das Popometer fehlt. Und zwar vorne und hinten. Ich bin es gewohnt, schnell nach links, schnell nach rechts zu gucken, nach oben, nach unten. Und ich merke am Arsch, wie sich mein Fluggerät verhält und reagiere dann intuitiv. Und dieses ganze Feedback, das fehlt mir hier bei den Flugzeugen. Und vielleicht ist es das, was mir ja doch Probleme bereitet, dass ich immer wieder die Erfahrung aus der Realität versuche hier mit einzubringen, aber das ganze Feedback, das ich in der Realität habe, mir hier im Grunde genommen komplett fehlt. Aber das ist ja bei jedem Flugsimulator so, wenn man sich da nicht irgendwas in den Keller gebaut hat, wo sich dann auch noch alles bewegt und wackelt, dann fehlen eben die eigentlich wichtigsten Komponenten. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, sind die Air Forces von War Thunder mit eine der besten Umsetzungen, die man so im FTP-Bereich bekommen kann. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Dasselbe gilt auch für den Simulator-Modus. Also der ist schon richtig, richtig gut gemacht. Wo man in meinen Augen nach wie vor drüber streiten kann, das sind auch hier, genauso wie bei den Panzern, die Schadensmodelle. Hier passieren einige Sachen viel zu oft, die so eigentlich nicht passieren dürften. Gut, hier gibt es keine Geschützverschlüsse, die sie einem kaputt schießen können. Aber mit was für einer Häufigkeit einem hier in den Flugzeugen die Flügel weggeschossen werden, zeigt eigentlich auch nur, dass ja doch dann doch nicht alles so perfekt ist, wie es eigentlich sein sollte. Also sicherlich sind früher Flugzeugen die Flügel abgerissen und vielleicht auch abgeschossen worden. Da will ich gar nicht widersprechen. Aber so häufig, wie das hier passiert, dass auf einmal ein Flügel weg ist, ist das schon ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine zweite Sache, die mich schon immer bei den Air Forces gestört hat, ist, dass das Spiel entscheidet, wann ich aussteige und nicht ich entscheide, wann ich aussteige. Ich habe das jetzt auch schon in der Vergangenheit öfters mal gehabt, dass ein Flugzeug sich noch steuern ließ,
obwohl es stark angeschlagen war und sicherlich auch nicht mehr für einen Kampf geeignet gewesen ist. Und trotzdem, dieses scheiß Computerspiel sagte, sie steigen aus in 4, 3, 2, 1. Und das verstehe ich nicht. Warum entscheidet das Spiel, dass ich aufsteige? Wieso kann ich nicht versuchen, mein Flugzeug noch zu landen? Es gibt doch hier diese tollen kleinen Mini-Einblendungen immer. Ne? Selbst mit einem halb abgerissenen Flügel kann man noch ein Flugzeug landen. Ja, wie soll ich das denn machen, wenn das Spiel vorher entscheidet, ich steige aus? Gaijin, da solltet ihr mal drüber nachdenken. Aber gut, ich glaube, es gibt in jedem Spiel Fehler. Da schließt sich Warsander eigentlich dann auch nicht aus. Manche Fehler regen auf, manche nicht. Trotz allem, ich finde die Umsetzung der Flugzeuge hier schon ziemlich gelungen. Also es macht Spaß. Was allerdings weniger so mein Ding ist, ist Arcade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir einfach viel zu hibbelig, weil alles direkt zu einem zentralen Punkt hinfliegt und dann ein riesengroßer Knäuel aus Flugzeugen versucht, sich gegenseitig wegzuschießen. Ja, mich hat es damals schon immer gestört, dass die meisten Leute ein absolutes Desinteresse haben an den Missionen, die eigentlich da jeweils gestellt werden, dass die eigentlich überhaupt niemanden interessieren. Die meisten spielen tatsächlich nur, um sich gegenseitig mit Flugzeugen wegzuballern und da sehe ich dann eine weitere kleine Schwachstelle hier in dem System, wobei ich nur jetzt über Arcade reden kann, dass die anderen Sachen habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, dass ich hier, je nachdem wie viele Slots ich habe, unbegrenzt viele Flugzeuge einsetzen kann. Und finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also wenn hier einer ein Setup hat mit 7 Flugzeugen, dann verballert er 7 Flugzeuge und ein anderer verballert dann nur 3 Flugzeuge, weil er nur ein 3er-Setup hat. Finde ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sind auch noch ein paar andere Sachen, die mich hier im Air Force-Bereich so ein bisschen stören. Es ist nach wie vor so, dass man Bomber hier nicht wirklich so spielen kann, wie es eigentlich für die Bomber ideal wäre. Natürlich gibt es auf manchen Karten Bodenziele, die man wegbomben kann. Dafür gibt es wiederum andere Karten, da gibt es keine Bodenziele. Und wenn man dann ein reines Bomber-Setup hat und in so ein Gefecht reinkommt, dann ist das eine Frechheit. Und ich weiß auch nicht, was Gaijin sich bei solchen Sachen denkt. Ich glaube, diese Air-Domination-Matches sind das zum Beispiel, wo sich die Leute auch zu Recht drüber aufregen. Wo ich allerdings im Moment eines der größten Probleme auch hier bei den Air Force sehe. Ganz besonders stark ist mir das hier im amerikanischen Forschungsbaum aufgefallen. Das ist, sind die Tierstufen und die Battle Ratings. Wenn ich mir überlege, dass ein neuer Spieler ins Spiel kommt und als erstes womöglich mit den Amerikanern anfängt und der dann hinterher das ganze Spiel wieder in die Tonne klopft, weil er nur noch gegen starke Gegner ran muss, dann wundert mich das nicht, weil ich da Sachen gesehen habe, als ich mir eben mein Setup zusammengebastelt habe, da konnte ich nur noch mit dem Kopf schütteln. 1-7, 1-7, 3-7, 2-7. 2-0. So geht das von oben nach unten in 1 durch. Ja? Und da sieht man, dass dieses ganze System, das Gaijin hier ins Spiel implementiert hat, Age oder Tierstufen und Battle Ratings und dann auch noch die Battle Ratings schön verstecken, dass das auf gut Deutsch wirklich was für ein Arsch ist. Die sollen hingehen und diese scheiß Age-Stufen an der Seite rausschmeißen. Die haben hier im Spiel überhaupt gar keinen Sinn mehr. Die machen es nur kompliziert und unübersichtlich. Es ist absoluter Schwachsinn, diese Tierstufen noch im Spiel zu behalten. Es sind auch schon lange keine Age-Stufen mehr, vor allen Dingen bei den Ground Forces sehen wir das. Da gibt es etliche Panzer, die ins Age 5 gehören, aber im Age 4 drin sind. Jetzt demnächst gibt es Nachkriegspanzer, der kommt auch ins Age 4. Das heißt also, da wird sich schon überhaupt gar nicht mehr an den Areas oder an den Ages gehalten. Finde ich äußerst bedenklich, so eine Vorgehensweise. Und da das im Grunde genommen da schon nicht mehr eingehalten wird, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, diese Age-Stufen im Spiel weiter aufrechtzuerhalten.
Dann sollen die an der Seite eine Linie machen oder eine Liste machen mit den einzelnen Battle-Ratings und die sollen sie nicht mehr auf 0,3 enden lassen, sondern auf 0,5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5 und dann die Fahrzeuge und Flugzeuge dementsprechend untereinander einordnen. Und wenn sich da irgendwann mal was vom Battle-Rating her ändert, weil ein Flugzeug dann doch stärker eingestuft werden soll oder schwächer eingestuft werden soll, dann rutscht es in dieser Liste einfach weiter nach oben oder weiter nach unten. Und so kommen die Leute gar nicht erst in die Versuchung, sich irgendwelche Setups zusammenzubasteln, mit denen sie überhaupt gar keine Chance haben, weil sie auf die Battle-Ratings nicht geachtet haben. Ein gutes Spiel ist War Thunder definitiv. Hat ganz, ganz viel Potenzial. Aber aktuell ist es so, oder nicht nur aktuell, das geht ja schon eine ganze Zeit lang, dass die Entwickler mit ihren bescheuerten Ideen sich ganz, ganz vieles kaputt machen. Und das muss einfach nicht sein. Und da verstehe ich auch nicht, warum man dann da so stur ist und nicht einlenkt. Je benutzerfreundlicher und einstiegsfreundlicher ein Spiel ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viele Kunden gewinne und langfristig am Markt bestehen bleibe. So, und wenn wir uns dann angucken, dass wir hier zur Primetime auf dem EU-Servern teilweise nur 60.000 Spieler online haben. 60.000 ist immer noch eine Menge. Aber im Vergleich zu anderen PvP-Spielen, die sich primär mit solchen Sachen wie hier Flugzeugen und Panzer beschäftigen, ist das richtig, richtig wenig. Und das, obwohl War Thunder richtig viel Potenzial hat. Und ich glaube, eines der größten Probleme, das viele Leute haben, wenn sie in das Spiel 9 einsteigen, ist tatsächlich, dass man irgendwann auf einmal gegen Gegner ran muss, die einen nur noch zerlegen. Und das hat definitiv seinen Ursprung in dem Käse, den sie da mit den Age-Stufen und den Battle-Ratings gebastelt haben. Völlig unübersichtlich. So, ich spiele jetzt War Thunder schon ein paar Jahre länger. Früher war das nicht so. Da gab es 20 Tierstufen. Und da wurde das alles eingeordnet und es war um ein Vielfaches übersichtlicher. So, und warum man von dieser Übersichtlichkeit, die man damals hatte, hatte auch seine Schwächen, das System, das man damals hatte, aber lange nicht so viele Schwächen wie das System heute, warum man von dieser Übersichtlichkeit weggegangen ist und es unübersichtlich gemacht hat und jetzt auch noch stur daran festhält, das will in meinen Kopf nicht reingehen. Es gibt da so ein Beispiel, im Forum wird dann auch immer wieder geschrieben, die BRs steigen um 0,3. Ja, nicht mal an diese Regel wird sich gehalten, denn die BRs steigen nicht um 0,3. Wir fangen an mit 1, dann kommt 1,7. Da haben wir einen Anstieg oder vielleicht kommt sogar noch 1,3. Ich weiß nicht, ob es irgendwo 1,3 gibt, aber ja, 1, 1,3, 1,7. Das ist schon ein Unterschied von 0,4. Dann kommt 2,0, 2,3. Haben wir jedes Mal einen Unterschied von 0,3. Dann kommt 2,7, haben wir wieder einen Unterschied von 0,4. Hallo? Das hat man gemacht, damit man eine 1 durch 3 teilen kann. Da geht 2 mal 3 und 1 mal 4, anders geht's nicht. Trotzdem ist es absoluter Schwachsinn. Und das Schlimmste ist eben, dass sich die Battle Ratings der einzelnen Fahrzeuge irgendwo in den kleinen Pop-Up-Fenstern verstecken, die wir da, wo wir mit der Maus drüber herfahren können. Und dann sehen wir eventuell, dass da steht Kampfeinstufung. Und kein Arsch weiß, was es ist, wenn er neu im Spiel ist. So, und dann baue ich mir ein Setup zusammen. 1-0, 1-0, 1-7, 3-7. Kann bei den Flugzeugen ganz schnell passieren. Und trete dann im schlimmsten Fall gegen 4-7er Gegner an. Da machst du 10 Spiele von, danach hast du keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil du auf einmal nur noch gegen High-End-Flugzeuge antreten musst aus deiner Sicht, die nur in deine Richtung gucken müssen, damit dir die Flügel abfallen. Aber gut, da kann man sich lange drüber aufregen und viel drüber sinnieren. Ich werde das sicherlich nicht ändern, ich werde Gaijin auch nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ich vermute sogar mal, dass es nicht mal die deutsche Community schaffen wird, die da im Forum aktiv ist, die 32 Leute. Es wird wahrscheinlich erstmal so bleiben. Ich finde es halt einfach nur schade, weil ich nach wie vor immer wieder das Potenzial sehe, das dieses Spiel hat. Dieses Spiel hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Da kann man richtig viel draus machen. Das Problem ist einfach nur, dass die Entwickler, glaube ich, gar nicht das eigene Spiel groß spielen und sich deswegen auch nicht mit den Stärken und den Schwächen, die das Spiel hat, auseinandersetzen können und dann auch nicht reagieren können. Auf dem Blatt Papier, auf dem Flipchart, im Entwicklerbüro mag das alles ganz toll aussehen und Sinn machen, was man sich da ausdenkt. Wenn man sich was ausdenkt, macht das immer Sinn.
es entspringt ja den eigenen Gehirnwindungen. Das heißt, es wäre schon wenig merkwürdig, wenn man seinen eigenen Gedankengängen nicht folgen könnte. Das heißt, diese Leute, die sich sowas dort einfallen lassen, wissen natürlich, was sie sich da einfallen lassen und verstehen das System natürlich auch und finden das auch übersichtlich und klar strukturiert. Aber wenn man dann nicht hingeht und auf das Feedback reagiert, das man bekommt, oder lange Zeit nicht reagiert, dann macht man was ganz, ganz Entscheidendes falsch. Das ist nämlich ein schnelllebiger Markt. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man sich ein World of Warcraft gekauft hat und das dann 4, 5 Jahre am Stück gespielt hat und ansonsten nichts anderes mehr mit dem Arsch angeguckt hat. Mittlerweile ist es so, dadurch, dass es sehr, sehr viele Free-to-Play-Titel gibt, dass die Leute relativ schnell zum nächsten Spiel weiterziehen, weil in einer Tour überall Blink-Blink angeboten wird und überall kann man mitmachen und alles kann man ausprobieren. Und wenn ich dann ein Spiel, FTP, darüber versuche, Kunden zu locken und den Kunden einen schweren Einstieg biete und ein nicht transparentes Spieldesign vorlege, dann bleiben die nicht lange, dann wandern die weiter zum nächsten FDP-Titel, wo auch Blink-Blink ist und wo man vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen leichter reinkommt und dementsprechend auch schneller Erfolgserlebnisse hat. Weil das ist der einzige Grund, warum Spieler diese Spiele überhaupt spielen oder überhaupt Spiele spielen. Wir wollen Erfolgserlebnisse haben. Wir möchten am Ende eines Spiels sagen, ich bin der King im Ring. Das gilt für alle. Das gilt nicht nur für meinen Nachbarn Hans oder Nadine aus Fürstenau, das gilt auch für Implied hier und jeden anderen. Wir spielen das nur aus einem einzigen Grund, weil wir uns ja gut fühlen wollen, weil wir was Tolles geschafft haben, weil wir andere besiegt haben, weil wir einen Endcontent durchgespielt haben, weil wir besonders tolle Klamotten bekommen haben, die sonst keiner hat, weil wir auf einem Mount unterwegs sind, hinter dem die meisten anderen nur mit lechzenden Zungen hinterher gucken. Das ist ein Grund, warum man spielt. Man will sich selbst belohnen, ne? Die Seele streicheln. Und dieses Streichelerlebnis, das möchte man relativ schnell haben. Deswegen haben Leute heute auch keine Zeit mehr, einen Charakter erst ein Jahr lang aufzubauen, um dann die Streicheleinheiten zu bekommen. Man möchte sich einloggen und die Streicheleinheiten sofort haben. Und wenn man das nicht hat, dann ist das Spiel uninteressant. Oder wenn ein Spiel zu kompliziert ist und ich erst verdammt viel lernen muss und mir das, was ich lernen muss, womöglich auch noch selbst auf Umwegen besorgen muss, dann verliere ich ganz schnell das Interesse, weil das ist auf einmal Arbeit, das ist unbequem, es frustet mich und es passiert genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Ich möchte mich gut fühlen, ich möchte mich belohnen, ich möchte King im Ring sein. Stattdessen kriege ich auf die Fresse, bin gefrustet, habe keine Lust mehr und knall den Monitor wütend gegen die Wand. Und genau das bietet aktuell eigentlich War Thunder. Da muss man schon ziemlich dicke Pelle auf dem Rücken haben, dass man hier die Zähne zusammenbeißt, sich da reinarbeitet und ja durchhält. Ich bin auch so ein Typ. Ich habe mich hier reingearbeitet. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die das nicht machen möchten. Und da sehe ich die größte Schwachstelle im ganzen Spiel. Dass War Thunder absolut nicht einsteigerfreundlich ist, nicht transparent und deswegen ganz, ganz viele Kunden direkt am Anfang schon wieder abspringen. Ich behaupte jetzt mal, von 10 War Thunder Anfängern bleibt vielleicht einer, vielleicht sogar weniger, vielleicht nur 0,5 Spieler tatsächlich für eine längere Zeit. Und dann kommen wir zum zweiten Problem, das irgendwann in War Thunder auftritt, dass wir an vielen Stellen Bugs haben, die über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum einfach nicht behoben werden. Und auch da kann ich dann nur sagen, was soll das? Wenn ich mir zum Beispiel die Stufe 1 Panzer angucke in den Ground Forces. Da sind Modelle bei, die sind so miserabel programmiert worden, dass diese Fahrzeuge wirklich an jedem Regenwurm auf jeder Karte hängen bleiben, sich die Ketten kaputt machen im Nichts. Und das sind Fahrzeuge, die es seit dem Release im Spiel gibt. Und da frage ich mich, wieso hat man es in den letzten 2 Jahren nicht geschafft, diese Modelle nochmal wieder zu überarbeiten? Wenn ich einen neuen Spieler ins Spiel hole, der sich für die Ground Forces interessiert und dann mit solchen Panzermodellen durch die Gegend fährt, die gegen unsichtbare Steine stoßen, sich dann Motor, Kette oder Besatzung sogar stirbt oder sonst irgendwas kaputt machen,
Das machen die 4, 5 Mal, dann sagen die, was ist denn das für ein Scheiß, da spiele ich lieber wieder mit Lebensbalken. Und das ist ein Problem, Gaijin, das müsst ihr in den Griff kriegen. Ihr müsst essentielle Fehler, müsst ihr beheben und nicht auf die lange Bank schieben. Neuer Content ist vielleicht wichtig, aber noch wichtiger ist, dass so eine Scheiße in Ordnung gebracht wird. Und ihr müsst das Spiel einsteigerfreundlich machen. Würde es nicht die ganzen YouTuber geben, die in verschiedenen Sprachen Tutorials zur Verfügung stellen, dann hätten wir so gut wie überhaupt keine Einstiegshilfen. Na, aber ihr geht ja nicht mal hin und supportet diese YouTuber. Ihr supportet nur YouTuber, die auf 1 Million Klicks im Monat kommen. Aber meistens liefern die nur irgendwelche Let's Plays ab und keine Erklärungen. Und die Leute, die Erklärungen abliefern, euch eigentlich unterstützen und supporten, die werden von euch nicht supportet. Das gilt nicht nur für deutsche YouTuber, das gilt für YouTuber aller Sprachen, die sich mit diesem Spiel auseinandersetzen. Also ganz, ganz viele Baustellen. Da sind Leute, die machen für euch die Arbeit und nicht mal die werden von euch supportet. Ganz, ganz traurig. Nach wie vor, ich werde dem Spiel treu bleiben, auch wenn ich vielleicht irgendwann mal wieder eine Pause mache. Aber ich denke schon, das sind die größten Baustellen im Spiel. Und wenn ihr die nicht irgendwann ist vielleicht zu spät, wenn ihr die nicht bald in den Griff kriegt, kann es durchaus auch sein, dass dieses Projekt War Thunder nicht mehr 4, 5 Jahre weiterläuft. Weil wenn es jetzt im Moment zu Primetime 60.000 Spieler sind und immer mehr Leute gefrustet abhauen, weil sich hier nichts ändert und wir dann irgendwann zu Primetime nur noch 10.000 Spieler haben, dann bin sogar ich mir sicher, rechnet sich dieses Projekt nicht mehr und dann wird man die Server abstellen. Gut, ihr habt vielleicht bis dahin Kohle gemacht, aber denkt doch mal an die Kohle, die ihr hättet machen können, wenn ihr es richtig gemacht hättet. Da säße das 10-fache, das 50-fache, das 100-fache drin, wenn man es richtig macht. Ne? Warum mit einer Packung Eier abgeben, wenn ich ein ganzes Buffet bekommen kann, wenn ich mir nur ein bisschen Mühe gebe? Ich würde mal drüber nachdenken. So, das war meine Runde mit dem Flugzeug. Ich habe da jetzt quasi ein Commentary von gemacht, habe ein bisschen was erzählt, was ich so denke zu dem Spiel. Ihr habt gesehen, ich habe es nicht wirklich drauf. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändern wird. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls euch das Video trotz meines Gelabers und der schlechten fliegerischen Leistung gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns demnächst in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied.